Hey und willkommen zu einer weiteren Runde Yu-Gi-Oh! Heute im Duell gegen Hand of Blood. Bewerte den Part und wie immer viel Spaß. Zuvor bei Yu-Gi-Oh! Und ich setze den Flammen. Nein! Das heißt nicht. Und verbanne dich ins Reich der Schatten! Nein, meine Seele! Und beim nächsten Duell passierte Folgendes. Ich habe keine Karte mehr in meinem Deck. Das heißt, wenn ich jetzt nichts tue, habe ich verloren. Deshalb beende ich das Spiel und gewinne nach Punkten. Bitte was? Er lief das Game? Und danach. Jetzt decke ich den hier auf und greif deine Giraffe an. Ciao. Was? Und danach, da ich deine Lebenspunkte direkt angreifen kann, ja, cool, stich ich dich ins Reich der Schatten. Nein! Und dann danach, ich greife deine Rose an. Ah! Und wieder einmal hat KLP.TV das Duell gewonnen. Alter. Und danach. Aua. Aber was passiert als nächstes? Das und vieles mehr jetzt. Oh, ich hab das falsche Deck. Ich hab irgendein Random Deck. Ich kenn das nicht mal. Drachenschrei! Nein! Was ist das? Doch. Ich hab's doch extra ausgewählt. Kanani-Drache! Alter, nein. So, Vorhut der Drachen, Junge. Ich hab halt jetzt schon verloren. Das ist irgendein Scheißdeck. Eine Karte verdeckt. Und du bist dran! Junge, was tue ich jetzt? Was sind das für schwache Monster? Hä, aktivieren? Was? Du bluffst doch. Nein, echt nicht! Das ist alles ein Plan. Ich wollte eine faire Revanche. Also die Karte ist okay, aber... Jetzt überrumpelst du mich. Das ist schon ein bisschen problematisch gerade, weil ich werde dich einfach nicht besiegen können damit, glaube ich. Okay, ich setze das. Setze dann eventuell noch das da. Na, hau alles raus. Und... Du bist dran. Wie retro das ist. 4000 Leben und ich habe einfach auch so schwache Monster wie damals. Ich spiele. Ich habe ein bisschen Kacke in der Hose wegen drei verdeckten Karten dahin. Seelentausch! Oh nein. Und ich spiele. Alter, weg du mit hast der Kacke. Jetzt, ich meine Scheiß. Nein. Kaiserdrache! Ich dachte schon, das wäre Ra. Ra? Wie ich mit Ra, Junge? Geht doch gar nicht, der braucht drei Opfer. Ja, ja, ich weiß, aber sag ihm, wir müssen dann noch aus. Warum kann ich nicht... Ah ja, und ich beende meinen Zug. Hä? Ja, durch Seelentausch kann ich nicht in die Battleface. Okay. Dann habe ich also noch einen Zug zum Leben. Ja. Was? Die Karte ist ja cool. Alter. Also die finde ich gerade ganz nett. Oh, das wird sogar gehen. Ich beschwöre... Urresonator im Angriffsmodus. Was ist das denn? Mit 1200 ATK. Aktiviere Waghalt sich voranstürmen, um ihn stärker zu machen. Und greife dann mit ihm Vorhut der Drachen an. Vorhaut. Ja! Ah. Ja, was jetzt, hä? Du bist dran. Na, ist nicht schlimm, ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Ist es nicht? Nein, 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 nein. Ist verkraftbar. Ich spiele. Oh, ich würde sagen, gar nichts, denn... Ich sagte, ich spiele. Zwangsrettungsgerät. Wir beide müssen ein Monster opfern und das zurück in unser Deck mischen. Oh, ich hasse dich! Ja. Du kleiner Opferspacko, Alter. Und schon hast du kein starkes Monster mehr auf dem Feld. Bist du dir da so sicher, ja? Ja. Ich spiele Antiker Drache! Was? Nee. Nein, jetzt hör auf. Ach komm, nee. Und jetzt greife deine Lebenspunkte. Na komm schon. Bitte. Schnell. Ich will aber. Lass mich. Ich aktiviere. Ich will keine Lebenspunkte verlieren. Aber egal, mach. Angriff! Und ich aktiviere den Effekt. 1400 ist schon... Ach, scheiße! Und du bist dran! Oh, ja, geil. Und schon ist der Monster stärker als jedes, was ich im Deck habe wahrscheinlich. Ich weiß ja nicht mal, was in dem Deck ist.
Was ist das denn? Obwohl, die kenne ich irgendwo ja. Also, besonders die wenigen Lebenspunkte machen mir gerade ein bisschen Angst in Verbindung mit diesen komischen Karten. Aber kann man machen. Du bist dran. Glaube ans Herz der Karten. Also ich wette mit dir, ich habe kein Monster mit 1900 drin. Halt mal kurz Never die Fresse, ich glaube gerade... Never! Ich glaube gerade, ich brauche Konzentration. Du gewinnst? Glaube ans Herz der Karten. Ja, okay, dann zieh. Ja, du musst mich lassen. Hey, ich mache nichts. Achso, ich muss jetzt mal rausgehen. Du bist dran. Arschloch. Ich spiele! Was ist das Antiker, denn geiler Fickdrache, Junge. Ach komm! Ja genau, wie viele hast du denn davon? Genug! Um Angriff! Ich aktiviere gar nichts. Ja, damit hast du nicht gerechnet, oder? Die heftet sich an dich und im nächsten Zug ist der Junge tot. Schaden im Höhe der ATK zu... Oh. Nein. Schlitz! Ich aktiviere! Oh! Ja, komm. Ich weiß, es ist eigentlich dumm, aber ich tue es jetzt. Geburtsrecht und beschwöre ihn hier im Angriffsmodus. Und schon kannst du nichts mehr tun. Klar, Junge. Nee. Angriff. Das machst du? Okay. Lärchenbärchen. Du bist! Oh. Gut. Ich zieh. Oh, wen hab ich denn da gezogen? Das Deck's doch nicht so scheiße, wa? Counterst hier wieder schon. Alles. Eigentlich jede schon. Aktion von mir. Ach so, warte mal. Ich setze ein Monster und sage mal, du bist dran. Ja, jetzt aber merkst du nicht eine Sache? Ich kann nichts machen. Ich kann nicht angreifen. Es geht nicht. Ja, du bist halt nicht der Akteur. Du bist nur der Abwehr. Ich habe einfach Angst, ja. Ist wieder dein Mayo geile Scheiße kommt. Ja, habe ich ja nicht. Schließ. Ach stimmt, das macht ja jetzt Schaden, ne? 1900, nice. Ich hab ihn schon wieder vergessen. Das war schön. Aber jetzt. Ach, was willst du denn? Speerdrache. 1900. Warte mal. Das ist ein Aber das ist noch nicht warte alles. Mal, was macht er denn? Sekunde. Füge die Differenz deinem. Oh nein. Das wird richtig wehtun. Das wird perfekt in die Scheide zwicken. Oh so, nee. Junge. Battleface. Angriff! Speerdrache! Okay, ich bekomme 800 Schaden. Schwarze Seite. Er stirbt. Und, hallo, mein... Achso. Hä? Ja, Effekt der Karte. Hallo? Hallo? Kannst du jetzt mal machen? Nein? Hä? Ach, wenn sie als Normalbeschwörung beschworen wird. Oh, ups. Ich habe mich verlesen. Ist das dumm. Alles klar. Zack. Das Problem kenne ich, Manuel. Das kenne ich. Aber den Fehler kann man einfach wieder wettmachen. Ich kann jetzt nämlich den hier einfach mal normal beschwören. Habe ich nämlich gerade gezogen. Und dann das tun, was ich eigentlich gerade schon tun wollte. Nämlich ein Level 4 Vieh von meinem Friedhof. Alter, was ist das für ein aufs Deck? Feld beschwören. Jan Schwaches! Nee! Doch, siehst total! Du doch. Guck dir doch mal an, was die für eine ATK haben. Was ist ja, aber das guck dir denn? Mal, guck dir mal an, wie es bei mir läuft. Was ist das denn? Was so. Das ist nicht dein Ernst, oder? Was ist das denn, lol? Das Deck kann doch was! Ja, ach! Alter, als ob! Alter, was? Als ob! Was ist das? Schrott S Unterwäldler mit 2700 ATK! Yo! Als ob! Alter, jetzt sag mir nicht, du gewinnst dieses Match. Ich raste okay, komplett ich aus. Ich riskiere alles. Ich setze, oder ich aktiviere Raigeki-Brecher. LOL! Werfe eine Karte weg, zerstöre dann dein Monster LOL. Und hoffe, dass deine scheiß Zauber der Fallenkarte nichts machen kann. Allein schon wieder so wie Raigeki-Brecher, so eine dumme Kacke! Direkt an. Ich hab keinen ja. Bock mehr, Mann! Was? Als ob! Ich hab einfach mit einem scheiß Random-Deck gewonnen. Ich kenne das Deck nicht, woher kommt das überhaupt? Was ist das? Oh lol, ich kann das mal kurz einblenden. Mann, ich will eine Revanche. Das war kacke. Ich habe zweimal misplayed, sonst hätte ich gewonnen. Ja, komm. Weißt du, ich geb dir jetzt eine faire Revanche. Gib mir noch eine Chance. Ja, pass auf. Mit dem gleichen Deck? Ja. Geil. Jetzt fist ich dich, Junge. Ich habe nämlich gerade irgendwie dreimal wieder auf glp.tv2 gedrückt und dann scheinbar hier irgendwas anderes ausgewählt.
Okay. Das war's mit Yu-Gi-Oh! Vergesst nicht, das Video zu bewerten. Wir sehen uns vielleicht beim nächsten Mal wieder. Tschüss, bis dann.